Ich habe davon erfahren, dass es stattfindet. Dann habe ich gesagt, Duisburg. Duisburg war mein erstes Spiel als Trainer. Das hat irgendwie sowas ein bisschen mehr ausgelöst, so ein bisschen so Nostalgie. Dann habe ich gehört, dass auch noch die Südtribüne verabschiedet wird. Und dachte ich, ja, ein großer Teil meiner Geschichte. Früher war nicht alles besser, aber es war auch nicht alles schlecht. So, da ein bisschen drüber zu reden und wie alles begann sozusagen. Und das war schön. Das ist eine kleine Zeitreise und macht Spaß. Emotional, weil es ja im Prinzip habe ich ja das erste Spiel dieser Tribüne moderiert vor dieser Tribüne und jetzt das letzte, das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Sensationell, Gänsehaut seit 90 Minuten. Viele Fußballmomente, immer noch die meisten Spiele wahrscheinlich meines Lebens, viele Nicht-Abstiegsfeiern. Als wir hier meine Verabschiedung, als klar war, dass wir das nicht schaffen, aufzusteigen 2008 und dann hier nochmal davor zu stehen und mit Tränen in den Augen. Geschichte, die halt Mainz-Fans sind, über längere Zeit kennt halt dieser Bezug zu diesem Stadion und vor allem was die Tribüne da unten symbolisiert. Die Anfangszeit von die erfolgreiche Zeit bei Mainz, wo Kloppo mit vielen Spielen, die hier drin gespielt haben, mit der besonderen Atmosphäre, die hier war. Ich persönlich bin sehr, sehr glücklich, diese Zeit auch mal erlebt zu haben, weil es war einfach besondere Momente, besondere Spiele, besondere Atmosphäre und eine besondere Zeit. War wirklich eine außergewöhnliche Zeit. Schade, dass das Star-Rohr-Ding da wegkommt, aber ja, manchmal ist einfach auch Zeit und dann muss man da nach vorne schauen. Ist einfach ein Riesenschritt in die Zukunft und da freue ich mich sehr drüber. Das Gebäude wird ein Statement. Wenn man mir das vor 20 Jahren oder noch länger her gesagt hätte, dass das möglich ist, hätte ich gesagt, nein, das kann ich nicht.